Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo für Lydia. Lydia ist natürlich nicht der richtige Name, aber ich möchte diese Beratungsvideos anonym behandeln. Lydia kenne ich schon, wir haben schon mal telefoniert, aber diesmal möchte ich die Kartenbild veröffentlichen. Ihr seht auch die große Blatt im Bildschirm. Dazu muss ich erwähnen, ich lege mal immer grundsätzlich die große Kartenblatt aus, auch wenn es um eine kurze Frage handelt. Liebe Lydia, ich bedanke mich für diese Anvertrauen und dass ich diese Video natürlich mit anderen Namen veröffentlichen darf. Und ich beschreibe deine Lebenssituation kurz. Du hast eine Beziehung, aber ihr wohnt getrennt und auch gibt es Entfernung. Und diese Beziehung ist eine Hin und Her. Ich könnte sagen, das ist eine Kaugummi-Beziehung. Das bedeutet, ihr seht mal im Wochenende oder mal im Urlaub. Manchmal ist ein paar Tage bei dir, aber wenn das länger ist, dann könnt ihr nicht ertragen, diese Enge, dann läuft er davon. So ist auch im Urlaub. In ersten paar Tagen läuft alles gut und dann kommt die Stimmung, seine schlechte Laune, dann kommen immer wieder mal Anrufen von anderen Damen, was er erklärt, das sind nur Freundschaften. Und du weißt seit Jahren, wo du dran bist. Du hoffst, dass er bei dir einzieht. Du hoffst, dass im Urlaub mal auch ihr einen entspannten, schönen Urlaub genießen könnt. Aber das war noch nie der Fall. Dein Gedanke ist, ja, vielleicht ist da eine Lernaufgabe oder eine karmische Beziehung oder eine Dualseele. Und ich möchte von diesem Kartenblatt des Beschreiben. Du magst über ihn, über eure gemeinsame Zukunft sehr viel Gedanken. Es fehlt aber die Klarheit. Und er gibt dir diese Klarheit nicht. Wenn ihr zusammen seid, die ersten paar Tage sind schön und harmonisch, und dann verlässt er dich. Wenn ihr im Urlaub seid, lässt dich auch hängen. Es gibt auch keine Sexualität dann. Und dann kommen diese geheimnisvolle Anrufe oder was Schriftliches, was du auch natürlich mitkriegst. Und die Ausrede ist immer, das sind nur Bekannten, gute Freundinnen. Mein Kartenbild sagt eindeutig aus, er hat zwar Bekanntenkreis und Freundeskreis, aber er hat auch seine Geheimnisse. Und er hat eine Freundin, vielleicht mehrere Bekannten, aber er hat mit einer Frau, ohne dass du das weißt, schon eine Affäre. Diese Frau ist verheiratet und er wartet darauf, dass sie frei ist und in diesem Moment lässt dich hängen. Und du pflegst diese Hoffnung seit Jahren, dass ihr zusammenzieht. Es kommt immer wieder mal im Gespräch. Wenn du das ansprichst, dann wochenlang hörst von ihm nichts. Und das ist die Realität. Und das gibt auch die Antwort. Und meine Frage ist nun, wie lange machst du das noch mit? Was mein Kartenbild noch erzählt, dass in dein Leben kommen Veränderungen, in deiner beruflichen Situation kommen die Veränderungen und in diesem beruflichen Umfeld wird es jemand kennenlernen. Und dann sei froh, dass er bei dir nicht eingezogen ist, dein Herzensmann,
Weil das würde auch bedeuten, dass ihr zusammenarbeitet, weil ihr kommt von dem gleichen beruflichen Umfeld. Und wenn das so wäre, dass ihr zusammenarbeitet, dann hast du die Chancen gar nicht, diesen neuen Mann zu kennenlernen, mit diesem Mann nicht näher kommen. Und das verspricht mir im Kartenbild eine glückliche Partnerschaft. Wann? Das ist immer dann die nächste Frage. Die beruflichen Veränderungen kommen nächstes Jahr im Frühjahr. Das heißt, du bekommst eine neue Vorgesetzte und mit ihm kommst du näher. Dieser Mann zeigt dir Interesse. Er ist ein paar Jahre älter als du, aber sieht jung aus. Er hat einen Bezug zum Ausland oder reist gerne im Ausland. Aber er ist ein ganz, ganz liebevoller Mensch und wird dir die Stabilität geben, die Sicherheit und auch eine feste Beziehung wirst du mit diesem Mann eingehen. Vorausgesetzt ist, dass du frei bist. Natürlich, jetzt musst du nicht sofort Entscheidungen treffen. Das wäre auch nicht klug. Sondern verinnerlichen, dass du auch anderen Chancen hast. Und der liebe Gott gibt dir auch diese Chance. Und warum solltest du jahrelang diesen Quatsch mitmachen mit deinem Herzensmann? Ich nenne das mal als Kaugummi-Beziehung. Ist mal da, ist mal nicht da. Die meiste Zeit bist du alleine. Wenn ihr zusammen seid, dann geht es ein paar Tage gut und dann bist du im Tränen. Auch im Urlaub bist du am Tränen, weil er berührt dich nicht. Und dann kommen diese geheimnisvollen Nachrichten von fremden Frauen. Und das ganz offensichtlich. Du kriegst es mit. Also ich würde mal sagen, da noch mehr Zeit investieren, verlierst du Jahre. Und diese Jahre könntest du auch glücklich sein. Jetzt sofort einen anderen Mann suchen oder andere Beziehung einzugehen, gerade mit diesem Energie, bringt nichts. Du ziehst die gleiche Situation an. Sondern lass mal das laufen. Es besteht kein Grund, mit ihm Schluss zu machen. Aber macht nicht die Hoffnung, dass du mit diesem Mann zusammenkommst. Weil er betrügt dich. Er lässt dich warm. Falls der andere doch in die Ehe bleibt, dann bist du gut genug. Ansonsten kümmert nicht wirklich um dich. Und es ist keine glückliche Beziehung. Und dein Leben ist wertvoll. Und du solltest glücklich sein. Das bedeutet, auch wenn das vielleicht so klingt, das ist ein bisschen gemein, aber du hast das Recht dazu, noch in dieser Bindung bleiben. Aber bitte orientiere dich ein bisschen neu. Und wenn du deine Chancen siehst, etwas zu verbessern in dein Leben, dann triff eine klare Entscheidung. Wenn du die Kraft hast, dann könntest eigentlich jetzt schon beenden. Das liegt an deinen Händen, wie weit deinen Gefühlen sind. Bist du schon bereit, dazu mal ein Nein zu sagen, diesem Mann loslassen, diese Beziehung beenden, befreien davon. Wenn du diese Kraft noch nicht hast, weil du noch ihn liebst, und das weiß ich auch, dass du ihn liebst, dann lass das noch so, einfach lass das noch so stehen. Du musst dein Leben jetzt sofort nicht verändern, aber das Schicksal wird dein Leben verändern. Und wenn diese Veränderung kommt, dann zeig dafür Offenheit. Weil wichtig ist, dass du glücklich bist und dass du eine glückliche Beziehung führst. Du machst auch Gedanken über finanzielle Situation, hast auch einige Rechnungen zum Zahlen, etwas bedrückt dich finanziell, aber kommt eine Überraschung. Es ist noch nicht klar, noch nicht sichtbar, aber zum Erwarten, dass Geld ins Haus kommt, das wollte ich noch erwähnen. Und wenn die nächste Urlaub bevorsteht, gerade mit deinem Herzensmann, überleg das ganz gut, ob du wirklich ihn begleiten möchtest oder lieber mal alleine oder mit einer Freundin ein paar Tage Urlaub fährst, damit du auch die Zeit mal genießen kannst.
Das ist auch deine Entscheidung. Also ich möchte die Entscheidung nicht nehmen. Ich kann nur beschreiben, dass die nächste Urlaub steht bevor und es wird auch nicht glücklich sein für dich. Ich fasse das mal zusammen. Du hast einen Freund, er liebt dich aber nicht. Und er hat eine Freundin. Und diese Freundin ist gebunden. Und nebenbei bist du noch da. Wenn er alleine ist, weil die Freundin zu Hause ist bei ihrem Ehemann, dann besucht er dich. Ihr genießt auch die Zeit, habt ihr auch die Sexualität. Wenn das länger ist, wie 2, 3 Tage, dann verträgt euch nicht. Und da sollst du Gedanken machen, ob du überhaupt sowas in dein Leben zulässt. Weil das sind so viele Tränen. Und wichtig ist in unserem Leben, dass wir nicht diese Tränen füttern, sondern wir sollen auch lachen im Leben. Und das steht dir auch zu, mal glücklich zu sein. Und was mein Kartenbildung sagt, es kommt Veränderungen in dein beruflichen Umfeld. Du werdest mit anderen Menschen arbeiten, hast du eine neue Vorgesetzte und es funkt zwischen euch beide. Und wenn das so ist, dann hast du das Recht, mit diesem neuen Mann mal zum Verabreden und dann siehst du selber den Unterschied. Und ich weiß, wie du entscheiden wirst. Das ist mir ein klares Bild. Du gehst in eine neue Beziehung ein und du wirst von dieser alten Bindung dich lösen. Und das wird dich glücklich machen. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.